Mann, ich war unterwegs und habe diese zwei Lego-Hefte hier entdeckt. Marvel Avengers, nicht ganz so mein Thema, aber definitiv Figuren enthalten, die ich persönlich ziemlich cool finde. Und ja, so ein Heft hat 5,99 Euro gekostet. Es ist ein Sparpreis, denn es sind zwei Magazine drin plus zwei Extras, ja. Und hier sind die Figuren, die man ziehen kann. Auf der Front, wir haben hier einmal Venom, Iron Man, Thor, Iron Spider, Spider-Man, Iron Man nochmal, Black Widow und War Machine. Und theoretisch haben wir jetzt vier Chancen auf... Ja, Venom natürlich. Ich will unbedingt Venom ziehen. Ich meine, ganz ehrlich, Iron Man wäre okay, Iron Spider okay, Spider-Man wäre auch okay, War Machine dann eher weniger und Black Widow und Thor gar nicht so meins. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Figur ihr hier am liebsten hättet. Wir probieren jetzt unser Glück und schauen auch gleichzeitig mal in das Heftchen rein. Schadet ja nicht. Venom, wo bist du? Oh mein Gott, und ich sag euch was, da vorne stehen so geile Lego-Sets, die wir besprechen werden, die wir aufbauen werden. Also ich will in Zukunft mehr Lego machen. Vielleicht hast du Bock drauf, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Starten wir mit dem ersten Heft. Ich habe tatsächlich schon mal Batman-technisch solche Hefte geöffnet und hatte da auch Glück. Ja. Meine Chase-Figur habe ich nicht bekommen, aber es war in Ordnung. Hier wäre die Chase definitiv mit Abstand Venom. Und ja, meine Lieben, ich werde hier direkt mal ein Heftchen aus der Tüte ziehen. Oh oh, wünscht mir Glück. Nein! Oh, die wollte ich am allerwenigsten, das gibt's ja gar nicht. Ninjago Lego, okay. Hier ist sie. Spionzubehör, Black Widow. Wollen wir kurz ins Heft gucken? Boah, ganz ehrlich, die lasse ich auch drauf, ja. Also die brauche ich tatsächlich gar nicht. Ninjago Lego Karten sammle ich jetzt auch nicht. Das ist schon viel mehr mein Ding. Wie cool, ja. Allein dieser Palpatine hier gefällt mir richtig gut. Hätte ich gerne, die Zeitschrift. Hätte ich gerne, weil Palpatine ein richtig, richtig cooler Bösewicht ist. Machen wir weiter. Hier haben wir sie nochmal, die Story dazu. Okay, ja, Avengers ist klar. Oh, einige Minifiguren. Ant-Man hier auch. Okay, Rätsel mit Iron Man. Hier nochmal Pokémon-Werbung. Leuchtende Perle und strahlender Diamant. Cool, ja, definitiv. Hier haben wir einen Comic. Und dann gibt es noch ein Poster. Ja, ey. Wenn man drauf steht, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Und normalerweise hat man ja nicht die Mystery-Tütchen, sondern man weiß ja, was man kauft in dem Sinne. Dementsprechend passt das auch dann. Vielleicht haben sie in die Mystery-Tüten die gepackt, die noch übrig geblieben sind. Wer weiß. Okay, spielt keine Rolle. Heft 2. Sagen wir es mal so. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Sieht schon mal anders aus. Ich glaube, es ist ein Iron Man. Ich glaube, es ist ein Iron Man. Das ist in Ordnung. Soll ich umdrehen? Sieht schon nice aus hier. Ja, ich glaube, es ist einer. Ja. Okay, ganz ehrlich, den nehme ich. Den finde ich nice. Das Heft können wir definitiv so taken. Zack, zack. Oh, nee. Komm schon. Okay, einmal kurz auch hier reingucken. Ah, macht schon Spaß, ne? Hier wieder ein Comic. Ja, nice. Es gibt jetzt definitiv ein geiles Star Wars Heft mit der 25 Jahres exklusiven Darth Vader Figur. Hier geht's weiter mit dem Comic. Nochmal Werbung. Lego City ist nicht so meins. Steht da eher so auf die Franchise Sachen. Also irgendwie Turtles, Batman, Spider-Man, Star Wars, Herr der Ringe und so weiter und so fort. Jo. Das war's Comic. Hier haben wir noch ein kleines Rätsel. Mit einer richtig schlecht gedruckten Figur hier hinten drin. Na gut. Ist aber nicht so schlimm. Ja? Ninjago Legacy. Das Magazin. Kann mir gut vorstellen, dass viele Leute drauf stehen. Finde auf dem Flohmarkt ab und an auch immer wieder mal Ninjago-Figuren. Und ja, das ist der Iron Man. Ich würde sagen, den machen wir doch direkt mal auf und bauen ihn zusammen. Oh mein Gott, die hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, noch mehr. Hallo?
Okay, das war's aber. Alrighty. Da haben wir einmal die Beinchen, den Oberkörper, das Gesicht auf der einen Seite. Sieht so aus. Das Gesicht auf der anderen. Ich nehme natürlich die hier. Ja. Und dann kommt der Helm noch drauf. Sehr cool. Ich glaube, so muss das. Dann haben wir da zwei. Oder? Ah, zwei unten, zwei oben. Hä, wie macht man die denn? Ah ja. Fast abgebrochen. So. Und so. Der Rest ist übrig. Die zwei hier sind übrig. Und so sieht die Figur aus. Was sagt der? Cool, cool. Gehen wir ins nächste Heft? Boah, ehrlich jetzt, ich hoffe nicht, dass tatsächlich die gleichen Figuren drin sind. Hatte ich nämlich schon mal, dass ich im gleichen Laden das Heft geholt habe und dann auch die gleichen Figuren drin waren. Wenn ja, gebe ich die hier aber definitiv wieder ab. Ich schau mal rein. Oh je, okay. Sieht so aus, meine lieben Freunde. Sieht auf jeden Fall von hinten schon mal wie dasselbe Heft aus. Es ist der gleiche Iron Man, oh Mann. Voll scammy. Okay, gucken wir uns das nächste Heft an. Ich hoffe nicht Black Widow. Warte mal, es klebt. Es klebt. Gut, gut. Raus. Iron Spider! Ist nicht die gleiche Figur, let's go. Es ist kein Venom, aber der ist auch cool. Also den haben wir jetzt doppelt, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ciao. Und Iron Spider mit Booster sogar noch hier gefunden. Den packen wir auch mal aus und gucken uns das Heft an. Zack, so vorsichtig wie möglich. Ich hoffe, hier kriege ich es wieder nicht ab. Oh nein, voll kaputt. Hier sind noch ein paar Sets drauf zu sehen. Ich glaube aber nicht, dass die gut angekommen sind. Könnte mich aber natürlich verbessern, falls ich falsch liege. Ninjago-Karten, die lasse ich mal zu. Es sind wieder Poster drin, so wie es aussieht. Hallo Avenger, das ist das Heft. Hier ist die Figur, gefällt mir gut. Die mag ich. Iron Spider, sein Suit hier. Thor, Ninjago noch. Ah ja, und dann geht es im Comic auch immer um die Figur, die wir hier ziehen. Ah, den hätte ich gern gehabt, ey. Schade. Schade, schade. Wow. Krass. Spider-Man. Non-Stop Spider-Action. Das ist schon geil. Hier nochmal Avengers. Okay. Hier nochmal ein Rätsel. Ein weiteres Comic, wie immer. Also ist immer gleich aufgebaut hier. Mir gefallen die Hefte aber. Ich finde die super. Hier nochmal die Star-Wars-Werbung. Und hier nochmal Black Widow. Okay, rein ins Figürchen. So. Oh Gott. Vorsichtig hier auch mal alles rauswerfen. War das alles? Jupp, sieht so aus. Okay, dann haben wir hier das Ding. Leg den mal hier unten hin, damit wir danach bauen können. Beine hier. Ziemlich langweilige Beine. Oberkörper sieht ganz okay aus. Aber leider nicht passig gedruckt. Hätte ein wenig kleiner sein müssen, oder? Das ist der Kopf. Den mag ich. Weil der auch relativ simpel ist. Okay. Für die Hände. Das und dann auf die zweite Hand auch noch mal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich glaube doch. Ah nee. Entschuldigung. Noch mal zurück. Wird zurückgerufen hier die Figur. Die müssen nämlich nach vorne in dem Sinne. Yep, so sieht es besser aus. Zack.
Und hier auch nochmal. Da sind dann wahrscheinlich auch wieder welche übrig. Ja, doch. Die Figur ist cool. Bisschen besser auch als der Iron Man. Kann man machen. Ja. Okay. So sieht die aus. Bewegt sich auch so ein bisschen. Ist so eine Art Rucksack halt, ne? Ja, doch. Die hat was. Oder meine lieben Freunde, was sagt ihr? Welche Figur ist da cooler? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde es cool, dass man hier einen Helm hat. Ja, also, dass das nicht der Kopf ist, sondern ein Helm ist, dass man dann den Kopf drehen kann. Also all in all, von der Aufmachung ist die Iron Man-Figur ein bisschen nicer und vom Zubehör her finde ich die Spider-Man-Figur nicer. Okay, das war's an sich. Leider kein Venom. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann auch, falls ihr meinen Kanal kostenlos abonniert habt. Bis dahin und viel Spaß beim Öffnen, Spielen, Bauen, wie auch immer. Ciao, ciao.